Um Keller unter Wasser zu setzen, reicht oft schon ein extremer Starkregen oder ein überlaufender Abwasserkanal. In Minuten ist ein ganzer Straßenzug überflutet. Da hat selbst die Feuerwehr mit ihren Pumpen keine Chance, allen Betroffenen gleichzeitig zu helfen. Und wer hat schon eine eigene Pumpe im Haus? Folgeschäden sind da kaum vermeidbar. Solche Situationen hat Mihaly Banko schon oft erlebt. Im Noteinsatz für eine Hallenser Sanitärfirma. Doch statt auf die Feuerwehr zu warten, kann der Installateur das Abpumpen hier selbst übernehmen. Dank einer Idee aus Nordrhein-Westfalen, die sogenannte Flutbox. Harald Schick von der Firma Jungpumpen stellt das Nothilfeset für überschwemmte Keller vor. Es ist in wenigen Sekunden einsatzbereit. In der Kunststoffbox ist alles Nötige enthalten. Eine leistungsstarke Tauchpumpe, ein 12 Meter langer Feuerwehrschlauch und schließlich die Box selbst. Die wird auch im Einsatz gebraucht, doch dazu später. Die patentierte Pumpe hat's in sich. Bei 3 Metern Höhenunterschied soll sie pro Stunde 9 Kubikmeter Wasser fördern können. Das sind 50 Badewannen. Dieser Kellerraum ist 8 Quadratmeter groß. Bei einem Wasserstand von 25 Zentimetern ergibt das 2 Kubikmeter und die müssten rein rechnerisch in 14 Minuten leer gepumpt sein. Das wollen wir sehen. Zuerst wird der Schlauch an die Pumpe angeschlossen. Er fasst 5-mal mehr Wasser als ein Gartenschlauch. Nun noch den Stecker rein. Doch bevor es richtig losgeht, kommt noch einmal die Plastikbox ins Spiel. Die Box ist nicht nur Transportkiste, sie ist gleichzeitig auch ein Siebkorb. Die wenige Millimeter Schlitzbreite schützen die Pumpe vor Verschmutzung. Nichtsdestotrotz kann die Pumpe 20 mm Feststoffe problemlos vertragen. Es kann also nichts passieren. Nun wird die Box mitsamt der Tauchpumpe ins Wasser gestellt. Und los geht's, die Zeit läuft. Im Zeitraffer sieht man, wie der Wasserspiegel sinkt. Doch was ist das? Die Pumpe bleibt stehen, 14 cm vor dem Ziel? Die Pumpe hat einen Schwimmer. Dieser schützt die Pumpe vor Trockenlauf. Deshalb hat sich die Pumpe erstmal automatisch abgeschaltet. Es gibt aber die Möglichkeit, den Wasserstand noch weiter abzusenken. Dazu wird der Schwimmer arretiert und weiter geht's. Jetzt allerdings ohne Schmutzschutz und ohne Notschalter. Das Abpumpen muss dabei unter Aufsicht erfolgen, damit die Pumpe nicht durch Schmutz oder Trockenlauf beschädigt wird. Nach 14 Minuten ist der Keller leer. Test bestanden. Die letzten 5 mm bleiben Handarbeit. Übrigens, bei Stromausfall genügt schon ein kleines Stromaggregat aus dem Baumarkt, denn die Tauchpumpe benötigt nur 500 Watt Leistung. 3 dieser Flutboxen hat sich die Hallenser Installationsfirma inzwischen angeschafft. Doch immer öfter fragen auch die Hausbesitzer selbst danach. Klar, um 300 Euro sind schon eine größere Anschaffung. Aber man hat die erste Hilfe im Hause und kann damit größere Schäden vermeiden. Außerdem kann man die Pumpe noch anderweitig verwenden, zum Beispiel für den Gartenteich oder den Pool. Auf jeden Fall ist mit der Flutbox schnelle Hilfe gewährleistet. Gerade in Gegenden wie hier an der Saale, wo man öfter mal mit Wasser im Keller rechnen muss.